we like to submit X1 devices to the kind of real-life scenarios we hear about from IT departments. Things like impact events. Exposure to moisture is something we hear a lot about. And of course, temperature is a big consideration. Ultimately, the X1 devices need to stand up to nearly anything users are out there doing with them. And to that end, we leave no stone unturned. Different creates one of the most powerful supercomputers for the Barcelona Supercomputing Center. A high performance, high capacity design to help shape tomorrow's world. Different designs what's best for you, with 25 years of end-to-end expertise delivering large-scale solutions. It integrates easily with technology from industry partners through deep collaboration with the client to manufacture, test, configure, and install at global scale. Different achieves the impossible. The first of a new series. A more energy-efficient supercomputer, yet 10 times more powerful than its predecessor. With over 3,400 Lenovo ThinkSystem servers, each performing over 2 trillion calculations per second, giving us an 11.1 petaflop capacity. Different powers Mare Nostrum, a supercomputer that will help us better understand cancer. Help discover disease-fighting therapies. Predict the impact of climate change. Mare Nostrum 4.0 promises to uncover answers that will help solve humanity's greatest challenges. Just inherit the future, but rethink it. We were made to not just break the mold, but create a new one. We were made to find a new way forward that's more inclusive. More us, without limits. Even without walls. Forming new blueprints for the future. From wherever we open our laptops. Innovating better ways to connect with the natural world while out experiencing it. Rethinking how we motivate the world. How we collaborate, and even how we show up. Engaging. Sharing. Then visualizing what's next. We were made to rethink it all. Just watch us. Just watch us. Just watch us change the world. From anywhere. Sie ist keine Ärztin, aber ohne sie könnten wir Krankheiten nicht erfolgreich bekämpfen. Really? Wirklich. That's cool. Er hat noch nie eine Pflanze gegossen, aber dank ihm kann dieser Landwirt solche Riesen züchten. Und dieser IT-Profi wird nie Hausaufgaben aufgeben, aber er ist entscheidend für Ihre Ausbildung. Sie sind die unbekannten Helden. Die unsichtbaren IT-Experten, die sich den größten Herausforderungen stellen. Mit unseren Geräte- und Infrastrukturlösungen. Lenovo. Smarter Technology for all. Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Lenovo Update Webcast. Mein Name ist Michael Weigel, darf Sie recht herzlich begrüßen. Wir alle wissen, dass unser Erfolg im Leben ja von unserem Auftreten, von unserer Wirkung auf andere Menschen abhängt. Das ist im privaten Bereich bei der Partnersuche so, genauso wie im beruflichen Umfeld bei vertrieblichen Aktivitäten. Deswegen putzen wir uns früh die Zähne und gucken, dass unsere Haare so halbwegs eine Frisur ergeben.
Und das alles ist natürlich in Online-Meetings auch wichtig. Und was darüber hinaus vielleicht noch wichtig ist, das erklärt uns heute unsere, ja, wie nenne ich sie, Freundin des Hauses Lenovo, Andrea Heidmann. Sie ist Trainerin für etwas, was sie digitale Rhetorik nennt. Was es damit auf sich hat, warum man das braucht, das erzählt sie uns heute. Ich wünsche viel Spaß, gute Unterhaltung. Andrea, ich gebe dir noch schnell die Präsentationsrechte rüber und dann können wir loslegen. Klasse, ja. Vielen Dank, Michael. Vielen, vielen Dank für die Einführung und hallo und herzlich willkommen an alle zu diesem Webcast. Schön, dass ihr ja so zahlreich Interesse gezeigt habt an meinem Herzensthema. Kein Ton lese ich gerade. Wir hören dich laut und deutlich. Okay, gut. Da hat Johann nämlich schon das Fragenfenster ausprobiert. Das ist ganz großartig. Erfahrungsgemäß trudeln ja in den ersten Minuten noch ein paar ein. Deshalb möchte ich euch auch gerade schon dazu motivieren, das Fragenfenster mal auszuprobieren. Das dient uns nämlich als Chat und ich bin einfach kein Freund von Einbahnstraßen. Also von daher, bitte, bitte, bitte viel Interaktion. Ich möchte viel von euch erfahren. Super, Johann, Ton ist da, klasse. Und zum Ankommen, lasst es uns gleich mal ausprobieren, wie das funktioniert mit dem Chat. Wie gesagt, ihr seht das als Fragen und schreibt einmal gerne rein. Ich kann das sehen, ihr könnt das nicht sehen. Ich werde einfach so viel wie möglich davon euch mitteilen, was da geschrieben wird. Und von daher, ich sehe alles, schreibt Martin. Okay, das ist ja auch perfekt. Super, dann legt mal los. Von wo seid ihr denn heute zugeschaltet? Von welchem Ort? Und, was noch viel wichtiger ist, was habt ihr heute schon Schönes erlebt? Worüber habt ihr euch heute schon gefreut? Oh, das ist das Karlsruhe, Erlangen. Otto, ist die Karlsruhe, da habe ich nämlich mal gewohnt. Erlangen, Stuttgart, Zierndorf, ja. Klasse, Sven, danke dir. Viel Spaß. Münsterland. Über den Kaffee in der Früh. Ja, das war lustig. Liebe Grüße nach Gunterling. Vielen, vielen Dank. Okay, wow, klasse. Das klappt ja prima. Die Sonne hat schon mal kurz geschienen. Ja, so schön. Genau, das sind so die kleinen Momente, über die man sich freuen kann. Der Kaffee zum Tagesstart. Eichhörnchen gesehen. Wow, toll. Richtig schön. Vielen, vielen Dank für die tollen Kommentare. Ja, bevor wir zu den Inhalten übergehen, ganz kurz zu meinem beruflichen Hintergrund. Ich wohne in der Schweiz, etwas nördlich von Zürich und ich bin jetzt tatsächlich seit über 13 Jahren als Trainerin und Coach in unterschiedlichen Firmen und Branchen unterwegs, vor allem für die Themen eben Auftrittskompetenz, Kommunikation. Mein Fokus liegt ganz klar auf digitaler Rhetorik, das, was wir uns heute ja auch anschauen. Nicht zuletzt auch, weil ich oft der Leidtragende war von so schlechten Online-Meetings und als sehr warumgetriebener Mensch gehe ich solchen Dingen gerne auf den Grund. Wie kennt ihr das bei Kindern? Ich habe mal gehört, Kinder fragen irgendwie 400, ich weiß nicht, fragen sie 400 Fragen am Tag oder fragen sie 400 Mal am Tag, warum? Ich habe bei meinen keine Strichliste geführt. Aber bei digitaler Rhetorik ist es wirklich, warum ist das so ermüdend online? So frustrierend? Oder warum meldet sich keiner zu Wort? Warum spüre ich mein Online-Gegenüber so wenig? Und dem auf den Grund zu gehen und Methoden zu entwickeln, um das besser zu machen, das macht mir wahnsinnig viel Spaß und damit unterstütze ich Unternehmen, einzelne Teams und auch Privatpersonen. Und da das jetzt schon so super geklappt hat mit den Kommentaren, machen wir gleich mal weiter. Ich starte nämlich mit einer meiner Lieblingsmethoden, beziehungsweise vielleicht sage ich noch öfter Lieblingsmethode heute zu euch, kommt drauf an. Sagen wir mal, das ist the one and only Lieblingsmethode und das andere sind so Lieblingsmethödchen. Und ich werde euch natürlich dann auch, alles, was hier passiert, was wir hier machen, ist im besten Fall von mir so geplant. Ein Technikausfall, den hatten wir vor 10 Minuten, der Michael und ich, der war nicht geplant. Aber auch das ist manchmal sogar tatsächlich gar nicht schlecht, wenn mir das passiert. Denn dann ist das einfach so ein Exempel dafür, wie man dann gut damit umgehen kann. Aber das wollen wir heute weglassen. Meine Lieblingsmethode ist eine Methode von Working Out Loud. Und vielleicht kennt der eine oder andere von euch Working Out Loud. Da geht es nicht um laut arbeiten, sondern nach außen arbeiten, Netzwerken, sich austauschen, Fehlerkultur teilen und so weiter, voneinander profitieren, ein Geben und Nehmen. Und diese eine Methode von Working Out Loud nennt sich 10 Fakten über mich. Ihr bekommt jetzt keine 10 Fakten über mich, das würde auch tatsächlich den Rahmen massiv sprengen. Ihr bekommt von mir 3 Fakten. Ich bin selbstständige Working Mom mit 2 kleinen Jungs.
Ich bin absolute Kaffeeliebhaberin. Mein Mann hat mir mal einen Becher geschenkt, auf dem steht, alles vor dem ersten Kaffee ist Notwehr. Also ihr seid alles safe. Ich hatte nämlich schon zwei. Heute habe ich euch einen Becher mitgebracht, auf dem man sehen kann, wie man einen Papierflieger bastelt. Sollte man auch immer zur Hand haben. Und der dritte Fakt über mich. Ich bin ehemalige Profispringreiterin. Ich habe über 20 Jahre ganz, auch sehr leidenschaftlich, wie ich eigentlich alles tue, was ich mache, die Springreiterei als Leistungssport betrieben. Und tatsächlich ist das genau die Basis für meinen Beruf als Trainerin heute, weil alles, was ich da gelernt habe, ist das, was ich ja heute jeden Tag mit Menschen auslebe, das, was ich da von den Pferden gelernt habe. Und jetzt ist es vielleicht so, dass ihr nicht Working Mom seid, aber Working Dad. Und vielleicht mögt ihr keinen Kaffee, aber ihr mögt Tee oder sagt, nee, gar kein Heißgetränk, ich bin bei Rotwein mit dabei. Da wäre ich übrigens auch mit dabei. Und vielleicht ist es nicht so, dass ihr auf eine ehemalige Profispringreiterkarriere zurückblickt, aber vielleicht habt ihr mal in der zweiten Bundesliga gespielt oder habt in einem Orchester gespielt und sagt, ja, das, was ich da gelernt habe, ist effektiv auch was, was mich heute noch in meinem Berufsalltag beeinflusst. Und genau darum geht es, und das möchte ich euch jetzt noch einmal bitten, in den Chat zu schreiben, wo könnt ihr denn bei mir andocken? Wo dockt ihr bei mir an und wo dockt ihr vielleicht auch gerade nicht an? Das ist immer ganz spannend zu sehen, gerade eben für dieses Thema Beziehungsaufbau. Rotwein wäre ich auch dabei, das ist klasse. Party. Okay, was haben wir noch? Rotwein, ja. Working Mom Kaffee Rotwein, okay. 1000 Pferde, wow. Glücklich verheiratet. Jo, das bin ich auch. Unselbstständiger Katzenernährer. Ganz, ganz klasse, dass du das gerade sagst. Privatpilot und Kaffee. Ja, Katzenliebhaber, Ernährer. Das ist so eine Sache, oder? Genau deshalb mache ich das nämlich mit euch. Wir sind menschliche Wesen und die Eigenschaft von Menschen ist ja nun mal, und damit ist auch eines der wichtigsten Bedürfnisse für uns eben dann befriedigt, dieses Beziehung zueinander herzustellen. Und wenn ich Katzen mag und du magst jetzt zum Beispiel auch Katzen, dann können wir uns ja gar nicht so falsch sein, weil wir ja schon mal für eine gleiche Sache sympathisieren. Und unser Gehirn arbeitet ja nun mal so, dass wir gerne in Schubladen stecken. Also, das nennt man auch den Halo-Effekt, oder? Also, wenn jemand anders die Katzen mag, dann schließe ich automatisch auf andere Eigenschaften bei der Person. Und das ist etwas Tolles, weil damit sorge ich für eine Beziehung, für eine Bindung, die eben online fehlt. Und warum das online fehlt und so weiter, das schauen wir uns dann auf jeden Fall noch an. Desiree liebt mein maritimes Zimmer. Ja, danke. Klasse. Wow, so viele Kommentare von euch. Super, super. Vielen, vielen Dank. Also lass uns mal schauen, was uns in der nächsten Stunde erwartet. Zum einen sind das die ganzen Puzzleteile oder auch Bruchstücke, die uns eben im Online-Meeting fehlen. Und die dafür sorgen, dass wir ein ganz anderes Kommunikationsverhalten auch an den Tag legen. Also was ist das alles, das fehlt? Und welche Auswirkungen hat das auf unser Verhalten und auch das der anderen natürlich? So ein kleiner Ausflug in die digitale Psychologie. Dann das Thema erster Eindruck, denn das ist essentiell wichtig für ein gutes Online-Gespräch. Und oder, da haben wir jetzt gerade schon gut drauf eingezahlt auf das Thema. Wir gehen da nachher nochmal tiefer ein. Warum ist das Thema erster Eindruck online so wichtig? Warum macht es Sinn, mich darauf vorzubereiten, wenn ich in ein Online-Gespräch gehe? Und als letztes, und das ist dann der umfangreichste Teil auch, da richten wir dann die Lupe auf die ganzen rhetorischen Besonderheiten. Wie wir im Online-Gespräch dann wirklich für eine starke und überzeugende Wirkung unserer Persönlichkeit sorgen. Und gerne einfach wie gehabt, bitte, bitte nutzt weiterhin den Chat, das Fragenfeld für den Dialog, für eure Fragen. Am Ende haben wir sicher noch Zeit für Fragen eurerseits. Ihr dürft die aber auch gerne schon immer mal reinschreiben. Bei der Anzahl an Teilnehmenden bin ich nicht sicher, ob ich jedes Mal wirklich alles mitbekomme. Deshalb gerne, wenn es euch wichtig ist, auch nochmal schreiben für den Fall, dass ich irgendwas versäumt hätte. Also, lasst uns starten. Und ich starte immer gerne mit einem Zitat von William Shakespeare. Die ganze Welt ist eine Bühne. Und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Ja, was hat es damit auf sich? Und warum nutze ich jetzt ausgerechnet dieses Zitat? Wenn wir generell in Richtung Rhetorik denken, und immer wenn wir eine Präsentation halten zum Beispiel, dann sind wir in einer Rolle als präsentierende Person. Und Rollen stellen Anforderungen an uns.
Und diese Anforderungen können wir wie einen Rahmen sehen, den wir mit unserer Persönlichkeit ausfüllen. Und dafür muss ich kein selbstdarstellerischer Thomas Gottschalk oder so sein, um diese Rolle auszufüllen. Ich bin tatsächlich auch eher ein introvertierter Mensch. Ich bin aufgeschlossen, ich bin energiegeladen. Aber wenn im Kindergarten jemand sagt, Mensch, könnte nicht irgendein Elternteil hier mal eine Rede halten, dann stelle ich mich meist in die hinterste Reihe und gucke, dass ich da nicht drankomme, weil ich gar nicht so das Bedürfnis habe, mich zu jeder Situation, die sich bietet, in den Vordergrund zu stellen. Es gibt einfach mit Rollen, gibt es dann gewisse Anforderungen und die füllen wir mit unserem Leben. Und genauso ist es bei der digitalen Rhetorik. Und wenn wir wirklich erfolgreich sein müssen, möchten, ist es einfach wichtig, dass wir uns genau Gedanken machen, was muss ich tun, um dieser Rolle gerecht zu werden und um mit meiner Persönlichkeit diese Rolle ausfüllen zu können. Das bringt mich zur ersten Frage. Was sind es denn für euch an Gesprächsformaten und so weiter online, die ihr vor allem führt oder wo ihr auch als Teilnehmende mit dabei seid? Schreibt das gerne mal in den Chat. Was ist das, was ihr da vor allem habt? Aktive Teilnahme, Teammeetings, beides, anonyme Webinare, da ist nochmal ganz besonders oder wie jetzt auch, wenigstens haben wir hier zum Glück den schriftlichen Austausch in gewisser Weise, aber wo, irgendwo hinzusprechen, wo man gar keine Reaktion bekommt, ist nochmal schwieriger. Teamcalls, Webinare, technische Meetings, okay, interne Meetings, Webinare, ja, gut, da ist einiges mit dabei. Und genau das sind viele Sachen, die uns einfach Schwierigkeiten bereiten, gerade in diesem Bezug auf die Wirkung. Noch eine Frage habe ich für euch. So, jetzt. Was nervt euch denn am meisten in diesen Meetings, in diesen Gesprächen, die ihr führt, Coachings und so weiter? Schwarze Kacheln, ja. Schlechtes Audio, schwarze Kacheln, da sind wir wieder bei diesem Feedback, nicht merken, wie komme ich überhaupt an? Man weiß nicht, wann man selbst ansetzen kann, damit, ich nehme jetzt an, Fatih, damit meinst du dieses, wann sage ich denn jetzt was und reden wir dann alle durcheinander, oder? Genau, durcheinander reden, schlechte Verbindung, mangelnde Teilnahme, ja, und das ist tatsächlich was, Markus, da können wir als moderierende Person so gut Einfluss drauf nehmen. Okay, super, Fatih, danke, wenig Input, okay. Hybrid-Meetings, ja, das ist mein neues Thema. Das ist auch nochmal, das ist für mich die Königsdisziplin, hybride Meetings. Das können wir vielleicht auch in einem Webcast nochmal abdecken. Okay, super. Wer übernimmt den Gesprächsleiter? Genau. Gucken wir uns an, was wir dafür Antworten zu finden, zu dem, was ihr geschrieben habt. Das Ding ist ja, wir nehmen nur Bruchteile wahr. Wir sind es gewohnt, seit unserer Geburt, das große Ganze, dieses Bild einschätzen zu können. Und jetzt ist das Ganze reduziert auf einen Monitor, wo ich vielleicht ganz viele kleine Kacheln habe und nicht mal die habe, wenn sie schwarz gestellt sind. Und jetzt schauen wir uns als erstes an, was es ist, was alles wegfällt und wie wir das auch kompensieren können. Denn leider, und jetzt nicht erschrecken, weil es ist tatsächlich eine, wie ich finde, erschreckende Zahl, aber leider ist es so, dass uns 80% unserer Wirkung genommen werden in einem Online-Call. Dadurch, dass wir nur noch in dieses kleine Loch da reinsprechen, dass wir als kleine Kachel zu sehen sind, dass einfach nur noch dieser Passbildformat-Ausschnitt vorhanden ist, der nimmt uns 80% unserer Wirkung. Und das heißt ganz vieles für uns. Das heißt zum einen, dass eben so banale Dinge wie ja auch zum Beispiel Hygiene wegfällt. Da höre ich auch oft, jetzt gar nicht so schlecht, wenn das wegfällt. Ich muss nicht die anderen riechen mit ihrem Rasierwasser und Parfums oder halt eben auch gerade das Gegenteil. Trotzdem, das ist ja was, was seit Ewigkeiten etwas mit uns macht. Und wir sind darauf programmiert. Das sendet ja für uns auch in gewisser Weise Signale. Das hilft wieder in diese Schubladen sortieren und so weiter. Das ist etwas, was wegfällt. Thema Ausstrahlung. Vielleicht kennt ihr da auch einfach diese Personen, die kommen in einen Raum und ihr spürt sie noch, bevor ihr sie seht, weil sie einfach so eine Aura haben, so eine Wirkung. Auch das spüre ich nicht mehr. Wir sind ja hierarchisch alle gleichgestellt, wenn wir jetzt einen Call haben mit gleich großen Kacheln. Ist ja nicht einmal mehr Tischordnung oder so, die wir haben, die irgendetwas aussagt. Und da muss ich dann dran arbeiten. Und das Thema Mikromimik, natürlich ganz extrem, was wegfällt. Diese ganzen Puzzleteile,
wippender Fuß zum Beispiel, den ich am Tisch wahrnehme, schwitzige Hände reiben, nervöses Hin- und Herrutschen. Gut, das sehe ich online schon auch noch manchmal. Aber eben 80% unserer Wirkung wird uns genommen. Und bei Mikromimik, da ist auch dieses Thema aktives Zuhören. Denn es war ja auch das mit der Audioübertragung. Wenn ich jetzt nicht weiß, wann gehe ich denn jetzt rein, wann sage ich was und dann sage ich was und dann sprechen alle gleichzeitig und so weiter. Das gibt dann ja immer Unterbrechungen. Umso wichtiger, dass wir, wie wir es vielleicht vom Telefon gewohnt sind, dieses nicht mehr machen, sondern stattdessen das mit unserer Mimik darstellen. So lautloses, aktives Zuhören. Ja, die Mimik ist wenigstens das, was ihr wirklich noch habt, im besten Fall, womit ihr eine Wirkung erzielen könnt. Und auch das Thema Stimme. Es ist unbedingt notwendig, dass man online etwas lauter spricht, dass man stärker moduliert. Und das sind aber Dinge, die wir uns gleich im Verlauf noch ganz intensiv anschauen. Ihr dürft gerne nochmal in den Chat schreiben, was sind denn die Dinge, die euch zusätzlich noch fehlen? Andreas hat schon geschrieben, Charisma fehlt, Gestik, Mimik. Ja, Gestik gucken wir uns natürlich auch an. Großes Thema, wie viel Gestik soll es denn sein? Und überhaupt Gestik etc. Aber Mimik ist auch so eine Sache. Vielleicht sagt euch der Joe Navarro etwas. Das ist ein ehemaliger FBI-Agent, der hat ganz viele Bücher zum Thema Mikromimik geschrieben und hat einfach ja, das aufgegleicht, wie man anhand von eben so kleinen mimischen Signalen, das kann nur so ein kleines Zucken im Augenwinkel sein, einen Verbrecher überführt. Aufmerksam durch paralleles Lesen, Arbeiten, die Aufmerksamkeit. Was treibt es gegenüber eigentlich? Genau. Und da, ja, da hilft es uns tatsächlich, zum einen von der Gesprächsführung sehr viel steuern zu sein und aber auch einfach unsere Präsenz zu stärken. Nicht zuletzt, nicht nur durch unser Erscheinungsbild, sondern ja auch durch eine Präsentation, die wir zeigen, die einfach Aufmerksamkeit saugt, dass wir dafür sorgen, dass dieses FOMO entsteht, Fear of Missing Out, nennen wir das auch. Oh, wenn ich jetzt nicht aufpasse, da geht ja so schnell was auf dem Bildschirm, dann verpasse ich etwas zum Beispiel. Ne? Genau, das passende Licht, ja. Auf jeden Fall, passendes Licht. Also wie oft sehe ich welche, die komplett dunkel sind oder die einfach nicht mehr gucken können, weil sie von der Sonne geblendet werden und so weiter. Das müssen wir alles beachten. Gehen wir zum ersten Eindruck über, zur nächsten Folie. Der erste Eindruck, der ist ja etwas, das wird zu 90% anhand von nonverbalen Signalen gemacht. Und diese sind, wissen wir ja, online entweder gar nicht oder auch nur verzerrt wahrnehmbar. Und das ist ja auch was Gemeines, oder? Das Thema Technik, wenn ihr ein schlechtes Audiosignal habt oder eine schlechte Kamera, und die meisten Webcam-Kameras sind von der Qualität her leider noch nicht auf dem Level wie eine externe Kamera, ja, dann wirkt das auch auf euch. Ja, dann werdet ihr anders wahrgenommen und das hat auch was dann auf die Art und Weise, wie kompetent ihr wirkt, wahrgenommen. Ihr könnt noch so toll sein, wenn das Bild nicht passt, das Erscheinungsbild, zum Beispiel eben durch Licht, durch schlechte Kamera, wenn das Audio nicht passt, dann ist es das, was hängen bleibt leider in dem Kopf der Teilnehmenden. Deshalb umso wichtiger, auf den ersten Eindruck bewusst einzuzahlen. Und bei dem ersten Eindruck haben wir ein Schema, das schon seit der Steinzeit so ist. Das hat sich auch nicht geändert. Wir sortieren beim ersten Eindruck unsere Gegenüber in drei Schubladen. Und für diese drei Schubladen sind genau zwei Aspekte relevant. Das eine ist Sympathie und das andere ist Kompetenz. Kompetenz habe ich eben schon mal angesprochen in Bezug auf Online-Meetings. Die Technik hat einen Einfluss auf eure Kompetenzwirkung. Und Sympathie. Was bedeutet das denn jetzt genau? Also Sympathie, eben früher war wichtig, dieses Thema Vertrauen. Ist die Person mir sympathisch, kann ich der vertrauen, diesem anderen Zweibeiner? Das war erstmal wichtig oder stellt der eine Bedrohung dar? Und Kompetenz war in der Steinzeit deshalb ja auch wichtig. Es geht ja nun mal ums blanke Überleben. Also wenn die Person ein schlechter Jäger ist, dann will ich mit der nichts zu tun haben, weil dann muss ich die Person ja auch noch durchfüttern. Das bringt mir nichts. Und deshalb sind das wirklich so zwei Elemente, die immer noch bei uns im Kopf verankert sind, als wichtige Ressource, um abzuchecken, wie stehen wir zueinander. Das passiert natürlich auch online. Jetzt sortieren wir in drei Schubladen. Eine davon ist Freund. Person wirkt sympathisch und kompetent auf mich. Zweite ist Feind. Heißt, Person wirkt nicht sympathisch, wirkt auch nicht kompetent.
oder ich kann es einfach nicht einschätzen. Und die dritte, das ist die Schublade egal. Egal bedeutet, wirkt jetzt nicht besonders sympathisch, stellt aber auch keine Bedrohung dar. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt Bedrohung, Vertrauen und so weiter. Wenn das für mich ja eine Bedrohung darstellt, dann ist die erstmal in der Feindschublade, wobei ich finde, Feind ist so eine Sache, ich würde es lieber Skepsis-Schublade nennen. Feind ist extrem, ne? Das ist wirklich eher die Skepsis-Schublade. Aber jetzt schreibt mal gerne, oh Melanie, dankeschön. Schreibt gerne mal in den Chat, was meint ihr denn? Wo landen wir denn in einem Online-Gespräch? In welcher der drei Schubladen zu Beginn? Freund, Feind, egal, was meint ihr? Egal, oft egal, okay, ich habe es verstanden, egal. Ihr meint egal, tja, ich muss euch leider enttäuschen. Andreas, schön wär's. Es ist tatsächlich die Feindschublade. Es ist die Feindschublade. Und deshalb, was ich vorhin auch gesagt hatte, dieses Feind ist kein gutes Wort, Skepsis eher. Uns fehlen so viele Puzzleteile, die wir brauchen, um uns im wahrsten Sinne ein gutes Bild machen zu können. Was ist das für eine Person? Wie tickt die? Und kann ich mit der, also können wir chemisch irgendwie übereinstimmen in gewisser Weise? Und wenn uns diese Faktoren alle fehlen, dann ist es uns nicht egal, sondern dann sind wir erstmal zurückhaltend und warten ab und gucken erstmal, was da so kommt, bevor wir uns nach vorne trauen. Überlegt mal so ein bisschen und beobachtet es auch gerne mal in Zukunft. Ne? Was, viele haben es auch gesagt, oder ein Gespräch startet auch oft hölzern. Genau deshalb. Ne? Wir kommen alle mit einem Rucksack in dieses Online-Gespräch. Offline nehmen wir diesen Rucksack wahr, online nehmen wir ihn nicht wahr. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, da habe ich auch noch eine schöne Folie für euch. Ist das grundsätzlich auch, wenn man die Teilnehmer vorher schon kennt, schreibt Martin noch? Ja, in gewisser Weise, denn dieses erste Eindrucksschema ist etwas, das machen wir bei jedem erneuten Aufeinandertreffen mit einer Person. Na, überleg mal, du hast einen Chef, eine Chefin und in gewisser Weise jeden Morgen, wenn ihr euch neu über den Weg läuft, ist so ein kleiner Check, wie ist denn die Person gerade drauf? Und wenn du siehst, die stampft da wütend über den Flur und so weiter, dann denkst du, okay, heute wohl ein bisschen angespannt. Na, das ist ein elementarer Beziehungscheck, den wir machen, regelmäßig. Klar, wenn wir die Person kennen, dann kann das gut sein, dass der sehr viel kleiner ausfällt und sehr viel weniger Gewicht hat. Aber er fällt auch, oder wir treffen ihn, wir machen diesen Check auch, wenn wir uns untereinander kennen. Und deshalb mein Motto, damit wir eben genau nicht in der Schublade landen, macht es den Teilnehmenden der Gespräche so einfach wie möglich, euch sympathisch zu finden und den Inhalten folgen zu können. Na, weil wenn dieses Thema Sympathie schon mal bedient ist, dann hören die Leute auch viel eher zu. Das ist ganz wichtig. Und da hat ja zum Beispiel auch dieses mit den Fakten über mich zu Beginn eingezahlt. Und wenn wir da schon irgendwie eine Verbindung herstellen konnten oder auch gerade dieses, hey, nee, ich mag Tee und du Kaffee, okay, wissen wir wie, so ein bisschen so, wie stehen wir zueinander. Dann kommen wir noch zu diesem Thema Rucksack. Denn, ich habe es ja eben schon gesagt, oder die Chefin, die stampft da plötzlich durch den Flur und knallt noch wütend die Meetingraumtür zu und setzt sich dann hin und ihr denkt, okay, hier ist gerade Achtung angesagt. Ja, wenn jetzt aber jemand online zugeschaltet ist, dann hat die Person nicht mitbekommen, dass der Gesprächspartner vielleicht eine halbe Stunde lang wild gestikulierend wütend mit dem Telefon auf und ab getigert ist. Oder gerade völlig entspannt aus einer lustigen Kaffeepause kommt. Das wissen wir nicht. Es ist einfach diese Herausforderung. Wir schalten uns ja vom Off ins On. Und das ist ja nicht einfach zack und da sind wir, sondern wir haben diesen Rucksack mit dabei und den bringen wir mit ins Gespräch. Und den gilt es in gewisser Weise abzuholen, um überhaupt eine gute Gesprächsbasis herstellen zu können. Und gerade weil dieses von off zu on schalten oft so unterschätzt wird, ist es noch wichtiger zu schauen, dass man eben nicht direkt mit diesem Taking Care of Business anfängt und einfach direkt loslegt, sondern wirklich auf die Beziehung einzahlt zu beginnen. Und dazu gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Zum einen diese Sache mit 3 oder 5 oder 10 Dinge über mich. Es kann auch sein, dass man einfach einen Smalltalk macht zum Hintergrund. Jemand hat ja vorhin noch
gesagt, ich mag dein maritimes Zimmer. Genau, ja, zum Hintergrund, da kann man Smalltalk zu machen. Und wenn ich jetzt ein Gespräch mit der Person hätte, würde ich vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, dass ich ja aus Hamburg komme, och, und mein Herz ist beim Meer. Jetzt erzähle ich es euch trotzdem. Da kann ich jede Menge zu erzählen. Also Hintergrund ist was ganz, ganz Tolles für ein Online-Gespräch. Deshalb, Hintergrund kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, wieso, weshalb, warum wir uns da Gedanken machen müssen und was wir uns für Gedanken machen können. Aber ich kann auch Social-Media-Recherchen machen und das hat ja nichts mit Stalken zu tun. Aber wenn ich jetzt sehe, dass eine Person am Morgen irgendwas zu Fairtrade Coffee oder so, ihr merkt, ich bin bei Kaffee immer sehr präsent, gepostet hat, dann kann ich sagen, Mensch, ich habe gesehen, Sie haben da heute Morgen einen Beitrag gepostet, fand ich wahnsinnig spannend. Wie stehen Sie dazu? Also wirklich sich bewusst Dinge vorab suchen, das braucht Vorbereitung, um den ersten Eindruck gut zu steuern, mit denen ich gleich auf Beziehung einzahlen kann. Das ist super, super wichtig. Und ihr werdet lachen, aber das, was ich vorhin gesagt habe oder mit euch gemacht habe, mit diesen drei Fakten über mich, ich mache das in jedem Gespräch, das ich mit einer Person führe, die ich nicht kenne, online. Das kann ein Kundengespräch sein, aber letzte Woche zum Beispiel hatte ich es mit einer Person, die ich jetzt künftig beauftragen möchte. Und das ist wie eine Kompensation von dem wegfallenden Händedruck. Gerade wenn es um Verkaufen ja geht, können wir heutzutage wirklich sagen, Produkte sind austauschbar. Oder wir leben im Zeitalter Information Overload. Was den Unterschied macht, ist der Mensch, der mir das Produkt verkauft. Und das, was wir jetzt bisher gemacht haben, zahlt genau darauf ein, dass wir diesen digitalen Handshake menschlich gestalten können. Das Witzige ist, wie läuft das normalerweise, wenn ich sowas mache? Meist ist es so, und vielleicht findet ihr euch da wieder, das Gespräch startet und dann ist ein Ja, hallo, ja, schön, dass das klappt, ja, vielen Dank auch für den Termin. Ja, also ja, schön, dass wir uns jetzt heute hier treffen. Wollen Sie erst mal erzählen, also wie jetzt weiter? Und es ist einfach hölzern und holprig. Und ich mache das direkt schon, bevor es so hölzern und komisch wird, dass ich sage, klasse, dass das heute klappt mit dem Termin. Haben Sie Lust, dass wir ganz kurz 3 Minuten oder 5 Minuten Zeit investieren, um uns ein bisschen näher kennenzulernen? Die Reaktion ist dann meist so, ja, oder ja, okay, können wir machen. Unterschiedlich, ich mache trotzdem immer die gleiche, in Anführungszeichen, Show, da sind wir wieder bei William Shakespeare, alle sind Spieler, und sage, super. Methode aus Working Out Loud, einfach drei persönliche Fakten über dich, über sie, je nachdem, wie wir da sind. Und manchmal habe ich dann so, gerade eiskalt erwischt und dann kommt, okay, ich arbeite seit 20 Jahren in diesem Unternehmen, ich habe jedes Jahr eine Beförderung bekommen und dann sage ich mal, oh, stopp, 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 es geht wirklich um persönliche Fakten. Was macht Sie als Person aus? Was machen Sie gerne? Und wenn dann jemand sagt so, hä, wieso, was hat das mit Business zu tun? Ich bin Zahlen, Daten, Fakten, dann kann ich nur sagen, okay, jeder Mensch, der sagt, ich bin Zahlen, Daten, Fakten, der hat ganz sicher auch irgendwas Emotionales. Ganz sicher. Vielleicht steht da nämlich ein Oldtimer in der Garage und der ist mit einem ganz samtigen Tuch abgedeckt und wird nur an den schönsten Sonnentagen bei maximal 25 Grad vorgefahren. Das ist nicht Zahlen, Daten, Fakten, so ein Oldtimer. Na, jeder Mensch, und das ist so eine Herz-Hirn-Handregel, jeder Mensch ist in gewisser Weise emotional gesteuert. Und wenn wir eine Verbindung herstellen wollen, dann funktioniert es in erster Linie übers Herz und nicht über das Hirn. Wir müssen das Herz berühren, um das Hirn zu aktivieren und die Hand zu einer Handlung zu bewegen. Das ist ein super, super wichtiger Part dabei. Deshalb meine Bitte an euch, werdet mutiger, werdet experimentierfreudiger und grätscht dazwischen und sagt, schauen Sie, lassen wir uns heute mal anders starten. Es zahlt sich aus. Es lohnt sich auf jeden Fall, in die ersten Minuten, in die erste Zeit etwas zu investieren. Na, teilweise klingt es banal, aber ich verspreche euch, es ist super, super wirksam. Was können wir noch machen? Ich stelle euch jetzt noch ein ganz paar Methoden vor. Die eine oder andere kennt ihr schon, die wir zum Start machen können. Zum einen dieses, woher kommt ihr? Na, auch da haben wir wieder das Beziehungsthema. Wir haben vorhin noch jemanden aus Ottobrunn gesehen. Ja, da habe ich gewohnt von 5 bis 10-jährig.
bin in Ottobrunn zur Schule gegangen, habe mich gefreut, dass ich mit dem Fahrrad irgendwann zum McDonald's da fahren konnte und so weiter. Hier haben wir gerade eine Connection zu dieser einen Person, aber auch mit Hamburgern sympathisiere ich sehr. Da bin ich nämlich geboren, in Calgary habe ich gewohnt. Also wir haben ja alle Erfahrungen mit Orten. Von daher ist das wirklich so was Unverfängliches, was in Anführungszeichen auch niemanden schmerzt. Und noch so eine Sache, ich nenne das manchmal so ganz böse den Idiotentest. Damit stelle ich zum Beispiel in einem Workshop auch sicher, dass jeder weiß, wie der Chat funktioniert und jeder sich schon mal zu Wort gemeldet hat. Das steigert nämlich im Nachgang die Interaktion, wenn ich schon so früh dafür sorge, dass sich beteiligt wird. Na, dann kann ich, jetzt habt ihr da ein Durcheinander. Okay, jetzt sind wir wieder da. Dann kann ich auch fragen, okay, wo seid ihr denn gerade? In der Küche, im Homeoffice, im Büro und so weiter. Was anderes, was ich euch gefragt habe, worüber habt ihr euch schon gefreut? Und das ist ja auch was viel zu kurz kommt. Denn, ja, worüber hat man sich gefreut? Es wird viel zu wenig darüber gesprochen, was Positives passiert. Vielmehr wird darüber gesprochen, was alles nicht gut klappt. Und worüber man sich geärgert hat, das ist ja viel präsenter. Man kann auch sagen, Mensch, was gibt's denn heute dann zum Mittagessen? Oder was gab's heute zum Mittagessen, wenn es nach dem Mittag losgeht? Eine weitere Übung, die auch so einfach ist, ist mit Emojis. Also zum einen könnt ihr sagen, okay, macht alle mal ein Emoji in den Chat und schauen wir mal, wie die Stimmung hier gerade ist. Also ich kann das zu Beginn super machen, von einem Teammeeting zum Beispiel. Ich kann dann sogar so weit gehen und sagen, super, das sind ja so vielfältige Emojis. Steigerung von dieser Übung, jetzt machen wir ein Emoji-Yoga und gehen der Reihe nach vor und jedes Emoji wird einmal ausprobiert. Bringt einen zum Lachen, verbindet, man macht gemeinsam etwas und Eis wird gebrochen. Hier habt ihr nochmal die Übersicht und jetzt kommt eine weitere Sache, die ich euch wärmstens empfehle, gerade auch die Personen, die zum Beispiel gesagt haben, ja, ich mache Webinare, die One-Way sind zum Beispiel. Ne? Machen wir mal ganz kurz einen Pitstop. Ein Pitstop. Schreibt nochmal in den Chat, in das Fragenfeld. Was nehmt ihr mit bisher? Was sind so Key-Learnings oder auch Bestätigungen, die ihr bisher bekommen habt, wo ihr sagt, ja, das schreibe ich mir auf, das merke ich mir. Oder auch einfach, gut, dass ich es nochmal gehört habe. Ich weiß es zwar, denn vieles hiervon ist ja nicht Raketentechnik. Da sind wir ja mal ganz ehrlich. So soll es auch gar nicht rüberkommen, denn es ist irgendwie, ja, nichts Neues, in Anführungszeichen. Trotzdem wissen wir alle allzu gut, oder? Man kann gesagt bekommen, keine Schokolade essen und man isst es trotzdem. Manchmal können wir es nicht oft genug hören. Die drei persönlichen Dinge, super, Smalltalk, Beziehungsthemen, der Check-in ist wichtig. Kann ich bestätigen, schreibt Matthias. Leute sind dann positiv. Ja, gute Energie, genau, für einen selber. Ja, danke. Es macht dann selbst auch so viel mehr Spaß. Genau. Emotional abholen, wohl, ausleuchten. Ausleuchtung ist wichtig, genau. Schubladendenken, wow, klasse, okay. Perfekt, ja, lasst uns weitermachen. Hat noch viel vor mit euch, denn jetzt kommen wir zu dem Hauptteil. Und zwar richten wir jetzt die Lupe auf die ganzen rhetorischen Elemente, die wir da im Online-Setting haben. Und das ist was ganz Wichtiges, sich dessen bewusst zu sein. Webcam und Mikrofon wirken wie ein Brennglas. Es ist einfach das bisschen, was gesehen wird, das ist einfach hyperpräsent. Und das ist manchmal ein bisschen scary, kann ich euch sagen. Zum Beispiel, also nur ein kleiner Einwurf hier von mir, überlegt mal, wenn jetzt jemand nämlich isst, und ich meine, wenn man ein Lunch and Learn macht oder sowas, völlig legitim, oder? Da ist das Setting. Aber, und ich erzähle euch das auch vor allem, weil ich es auch mitbekomme, wenn ich jetzt vor der Webcam hier anfange zu essen, ne? Also so nah ist man ja keiner Person, es sei denn, man hat vielleicht ein Dinner-Date mit der Person. Das ist wirklich unangenehm, was man dann auf einmal sieht. Also wirklich diese Selbstreflexion, was nehmen die anderen von mir wahr, ist so wichtig online. Aber jetzt haben wir schon die zweite Folie mit Essen. Wir machen mal schnell weiter, weil Mittag ist ja gar nicht mehr allzu lange, nicht, dass ihr jetzt alle Hunger bekommt. Auch das ist ja so eine Sache, oder? Wenn man dann die ganze Zeit ans Essen denkt, diese Ablenkung. Schlimm, schlimm. Rauchen, auch störend, genau, ja. Also Rauchen dann mit Elektrozigarette oder hast du dann tatsächlich auch welche, die mit dem Aschenbecher am Schreibtisch zu Hause sitzen? Das fände ich jetzt tatsächlich auch sehr irritierend. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ticks werden viel stärker. Nee, gute alte Zigarette. Okay, alles klar. Die Ticks werden stärker entlarvt, Nervositäten werden viel sichtbarer. Aber sich deshalb auszuschalten, zu sagen, nein, dann zeige ich meine Kamera gar nicht, ist halt eben auch nicht der richtige Weg. Denn Kamera ist essentiell für das Beziehungsgefühl. Was haben wir da? Das Thema Gestik und Körperhaltung. Gestik muss sehr viel klarer sein. Körperhaltung
muss sehr viel bewusster stattfinden. Frage an euch nochmal, was ist es denn beim Thema Gestik, was euch da schon so alles aufgefallen ist oder was ihr schon gesehen habt in Workshop, Webinar, Meeting, was auch immer. Dürft gerne nochmal in den Chat schreiben. Welche verrückten Sachen seht ihr mit Händen? Sie winken, sie existieren nicht, ja, genau. Selten zu sehen, das ist tatsächlich das Beste, wenn sie selten zu sehen sind, existieren nicht, ja, winken. Ja, ich sehe, aber viel haben wir dann genau in Richtung Kamera, dann ist plötzlich, dann habt ihr so einen überdimensionalen Finger auf einmal vor euch, kaum Puppel, oh Gott, ja, wir hören lieber auf. Was ich gerne, oder was nicht gerne, was ich sehe viel, ist der Pizzabäcker. Na, das ist ganz fantastisch. Das Auge ist unser stärkstes Wahrnehmungsorgan. Wenn das Auge irritiert ist, funktionieren auch andere Wahrnehmungen nicht mehr gut. Das heißt für unsere Online-Meetings, wenn ich hier die ganze Zeit irgendwas durch den Bildschirm fliegen lasse, dann könnt ihr gar nicht mehr richtig aufpassen. Zum einen ist es verdammt anstrengend, dann zuzuschauen. Und dann gucke ich lieber woanders hin, nämlich in mein Outlook und schreibe ein paar E-Mails, das ist dann entspannter. Und zum anderen folgen eben die Augen die ganze Zeit dieser Bewegung. Und das ist wirklich unglaublich unangenehm und ablenkend. Also in puncto Aufmerksamkeit. Und dieser Pizzabäcker, der kommt tatsächlich, ja, sehr gerne, habe ich mir tatsächlich mal gedacht. Ich war in einem Webinar und die hat die ganze Zeit so gemacht. Und ich habe mich immer gefragt, Mensch, an was erinnert mich das? Das sieht tatsächlich aus, als würde sie irgendwie eine Pizzabäcker-Ausbilderin machen, Ausbildung machen. Und ja, da sind wir wieder beim Essen, ne? Und dann habe ich Hunger gekriegt. Das ist das Problem. Außerdem, und das nenne ich gerne den Sternschnuppeneffekt, wenn ich jetzt nicht eine super gute Kamera habe und da fliegt die ganze Zeit so eine Hand über den Bildschirm, dann ist das wie so eine Sternschnuppe, wie dieser Schweif, den man bei der Maus auch so schön einstellen kann, bei der Computermaus, die dann so über den Bildschirm fliegt. Es ist eine Irritation. Und alles, was wir an Irritation vermeiden können, sollten wir auch unbedingt vermeiden. Hier habe ich so ein kleines Sammelsurium für euch, was man auch immer wieder sieht, da diese schnellen Bewegungen, aber auch jemand, der die Hand vorm Mund hat. Na, das habt ihr jetzt ja auch beim Mundschutz mitbekommen. Wir hören die Personen schlechter, wenn wir den Mund nicht sehen können. Wir gucken gerne auf den Mund, um besser zuhören zu können. Was tun wir also? Tagesschausprecher oder Tagesschausprecherin. Das ist der beste Vergleich tatsächlich. Denn habt ihr irgendwie das schon mal gesehen, dass ein Tagesschausprecher, ich nicht. Die sitzen so da, wie ich das auch von meinen Eltern gelernt habe, für ein elegantes Restaurant, so schön die Handgelenke auf die Tischkante, Rücken gerade. Gibt in plötzlich Prinzessin-Filmen, da hat sie dann Hermes-Tücher, die sie am Stuhl festbinden, das brauchen wir nicht. Aber sobald ich eine aufrechte Haltung einnehme, habe ich mehrere Vorteile. Erstens, ich schaffe mir mehr Präsenz, als wenn ich einfach so sitze. Zum anderen, wenn ich mich nicht mehr auch noch so auf den Tisch schlümmel, wenn ich dann irgendwie dazu neige, irgendwie mir auch noch ein bisschen mehr zu bewegen, dann wird das Bild wie verrückt. Und das checke ich ja wieder nicht, dass die anderen diese Blickirritation wieder haben, was so unangenehm ist und was wieder ablenkt. Ne? Wollen wir nicht. Und wenn wir dann Gesten machen aus dieser Haltung heraus, dann unbedingt dafür sorgen, dass die Gesten ruhig sind, dass sie wirken können. Ich habe drei Sachen für euch, damit sie nicht wie eine Irritation oder ein plötzliches Dazwischenfliegen wirken, sondern als relevant wahrgenommen werden. Das ist super wichtig. Das ist so die Regel, irgendwie so eine knappe Hand soll über dem Kopf sein, damit die Ausfüllung vom Bild noch richtig ist. Plus, minus, zwei Finger. Hauptsache, der Kopf wird nicht abgeschnitten und ihr seid nicht erst ab der unteren Hälfte vom Bildschirmrand zu sehen. Das ist super wichtig. Ist auch eine gute Pose für Live-Meeting am Tisch. Auf jeden Fall, Nina, da gebe ich dir recht. Genau. Lasst uns weitermachen, denn weitere Ticks und das Thema Sprache und Wortwahl, da könnten wir uns jetzt verlieren, denn das fängt ja an bei Humor, Sarkasmus, was online schon anders wahrgenommen wird, Killerwörter, wie ich sie gerne nenne, so richtig Ausdrücke, die einfach was mit Menschen machen. Und ich kann ja die Reaktion nicht so gut abfangen online. Wir konzentrieren uns heute auf eines meiner Lieblingswörter. Vielleicht kennt ihr das. Jemand hält eine super Präsentation. Das, was ihr aber macht, ist, ihr führt Strichliste. Und kommt dann bei ganz vielen Strichen irgendwann raus. Und das ist online noch schlimmer,
weil im schlimmsten Fall habt ihr es ja direkt auf den Ohren, wenn ihr ein Headset habt. Wir nehmen das wirklich, das ist Fremdglas, wir nehmen das viel intensiver wahr. Und da habe ich eine Soforthilfe für euch, die einfachste und wirksamste, die nutze ich auch immer wieder. Hört euch das an, was ihr sagt. Hört euch das an. Wenn ihr WhatsApp meine Nachricht aufsprecht zum Beispiel oder im Teams oder wie auch immer, hört euch das an und überlegt euch, gefällt mir das, was ich da höre? Finde ich das gut? Ja, am besten früh genug abwöhnen, genau. Da haben wir es, oder? Das ist auch so der Klassiker. Ich lese etwas und dann sage ich das. Auch da werden wir oft ausgetrickst von unserem Gehirn. Was kann ich stattdessen machen? Eine Pause. Ja, eine Pause. Im besten Fall eine Pause. Im besten Fall einfach nichts sagen, genau. Das zum Thema Sprache und Wortwahl, so ein kleiner Abriss. Schauen wir uns das Thema Blickkontakt an. Denn wo ist denn der Blick normalerweise in Online-Gesprächen? Na, der ist unten vielleicht, weil da meine Selbstansicht ist. Der ist bei den Teilnehmenden. Der ist auf einem anderen Bildschirm, wo ich meine Präsentation sehe. Aber in der Regel ist er nicht da, wo er sein soll. Da, wo wir eine Wirkung erzielen, nämlich in der Kamera. Und das ist ja das, wo wir auch wieder dieses Thema Verbindung, Beziehung haben. Und deshalb so wichtig, und schauen wir uns gleich an, wie installiert euch die Kamera so, dass es passt, dass ihr einen Blick zu den Teilnehmenden herstellen könnt. Denn wenn ihr euch gerade zum Beispiel im Verkaufsgespräch in einer super wichtigen Phase befindet, dann ist das nicht gut, wenn ihr dahin guckt oder wenn ihr so zu sehen seid, weil ihr einfach eine Kamera habt von der Seite. Das wird euch nicht weiterhelfen. Mehrere Sachen, die wir machen können. Eine davon, diese hier. Erst einmal sich die Webcam sympathisch machen. Wir haben nicht tatsächlich ein Feindbild im Kopf. Und da hat Hollywood Schuld dran, in gewisser Weise. Denn wir wissen ja, es ist meist nicht so gut, wenn plötzlich irgendwo so ein kleines Kamerachen auftaucht bei jemandem zu Hause. Also, wie kann ich mir diese Kamera sympathisch machen? Das ist das Erste, damit mein Blick auch dahin gezogen wird. Und ich habe tatsächlich noch das mit den Wackelaugen. Das nimmt auch nicht so viel Platz ein. Und da können wir dann das ganz gut, ja, klein und kompakt kompensieren, dieses sympathische Bild von der Kamera. Und das ist das eine. Dann, um den Blick auch richtig zu lenken, die Selbstansicht ausstellen. Mache ich immer. Und wenn ich einen Teams-Call habe, dann klebe ich mir teilweise, ich weiß gar nicht, ob es inzwischen anders geht, aber ich klebe mir effektiv ein Post-it drauf. Weil wir sind es ja auch nicht gewohnt, uns immer selber zu beobachten beim Sprechen. Das ist ja vollkommen komisch. Und dann gucken wir da irgendwie regelmäßig hin, so sehe ich aus, so wirke ich, also will ich gar nicht wirken. Und dann machen wir uns plötzlich Gedanken, die uns nicht wirklich weiterbringen. Also das einfach, um diesen Blick wieder in die Kamera besser lenken zu können, Selbstansicht ausstellen. Dann haben wir noch, damit auch das Bild ein gutes ist, das wir sehen, die Höhe von der Webcam. Die soll nämlich hier auf Augenhöhe sein. Und da sieht man das ja so schön in dem linken Bild. Ja, wer kennt noch nicht die Nasenlöcher seiner Vorgesetzten? Das ist so eine typische Laptop-Einstellung, die wir da haben. Ja, schön von unten nach oben. Das sorgt für ein hierarchisches Ungleichgewicht, ob ihr es glaubt oder nicht. Es macht etwas mit uns. Wir können uns gar nicht dagegen wehren. Es sieht nämlich aus, als würde die Person von unten auf mich herabschauen. Das andere Extrem ganz rechts, das ist was, das sehen wir nicht allzu häufig. So dieser Dackelblick von unten hoch. Aber das macht auch wieder was von uns mit uns, nämlich genau das Gegenteil. Das ist so ein kindlicher Blick. Also am besten wirklich gucken, Webcam auf Augenhöhe, damit ein hierarchisches Gleichgewicht entsteht und wir uns auf Augenhöhe austauschen können. Ich schaue gerade nochmal, wenn man keine dedizierte Kamera, Notebook-Kamera nutzt und einen größeren Bildschirm, auf dem die Präsentation läuft. Genau. Da würde ich das tatsächlich so steuern, das habe ich eine Zeit lang auch gemacht, dass ich meinen Laptop höher gestellt habe auf ein paar Bücher, sodass im Hintergrund auf dem Bildschirm immer noch was zu sehen war, weil ich muss die Präsentation ja nicht maximal groß haben auf meinem Bildschirm in der Regel. Wenn das geteilt wird, dann ist es ja egal, wie groß das ist. Das ist ja bei den Teilnehmenden trotzdem in normaler Größe. Und dann würde ich einfach gucken, dass ich mir die Bilder so oder die Anwendungen so schiebe, dass ich alles irgendwie beieinander habe. Und dann natürlich noch eine externe Tastatur, weil wenn ich dann da so hänge und schreiben muss, ist das auch unangenehm. Und was ich inzwischen habe, und das ist auch eine Empfehlung einfach für dich, Fatih, eine Schwanenhalshalterung. Montierst du am Tisch, schraubst die Webcam drauf und es sind beides jetzt keine Investitionen, die einen irgendwie in den Ruin stürzen. Also das kriegt man beides zusammen für ungefähr 80 Euro
Und dann kann ich die nämlich direkt von meinem Monitor platzieren. Und das habe ich jetzt auch. Ich habe die Schwanenhalshalterung. Dahinter ist dann die Referentenansicht. Daneben ist das Chatfenster, das ich mit euch habe. Und gar nicht sehen tue ich das, was ihr seht. Das ist jetzt tatsächlich da. Und mein Bild ist jetzt hier, das ich jetzt sehe oder was ihr seht von mir. Aber das sehe ich gar nicht. Das will ich auch gar nicht sehen. Und so könnt ihr da tatsächlich super das direkt einfach im Weg haben, diese Kamera. Ihr könnt gar nicht anders, als reinzuschauen. Also auch da macht es euch auch so einfach wie möglich, eine gute Wirkung zu erzielen. Mimik, da haben wir schon drüber gesprochen. Und Mimik ist wirklich das Element, ich habe es vorhin schon gesagt, mit dem ihr die größte Wirkung erzielt. So dieses Thema lautloses, aktives Zuhören. Das kann ich super gut mit Mimik, aber das muss ich auch üben. Das passiert nicht einfach. Das kann ich vorm Spiegel üben. Ich kann aber auch einfach mal ein Meeting aufzeichnen von mir und mir hinterher anschauen, wie sieht das denn aus, was ich da mache. Das Problem ist, wenn ihr einen normalen Gesichtsausdruck macht, fällt mir schon immer ein bisschen schwer, das sieht dann online immer gleich so ein bisschen genervt aus, habe ich das Gefühl. Also von daher, dieses Lächeln und auch da wieder erster Eindruck, Freundschublade, positiv starten, dafür sorgen, dass wir positive Connection finden können. Super, super wichtig. Und da habt ihr schon großen Einfluss darauf, alleine dadurch, dass ihr mit einem Lächeln im Gesicht ins Gespräch startet online. Gehen wir zum nächsten Punkt, Thema Stimme. Ja, Stimme habe ich vorhin auch schon gesagt. Wir müssen lauter sprechen und wir müssen deutlicher sprechen. Stichwort Modulation. Und um an der Stimme zu arbeiten, habe ich für euch auch eine Übung mitgebracht. Und zwar ist das die Korkenübung. Korken in den Mund stecken und ein Lied dazu singen zum Beispiel. Das sorgt dafür, dass wir intensiver die Backen bewegen. Und je mehr Muskelkater ihr habt hinterher, umso öfter solltet ihr die Übung machen, um die Gesichtsmuskulatur stärker zu bewegen. Das ist eine von den Übungen, die ich da gerne weitergebe. Und wir kommen zum letzten Punkt in dieser Runde und das ist das Thema Hintergrund. Und da habe ich vorhin schon ein ganz bisschen was zu gesagt. Das Thema Hintergrund kann ein super Einsteiger für Smalltalk und so weiter sein. Das ist wirklich eine richtig coole Möglichkeit, um da anzudocken direkt. Das Problem ist meist, was ist denn jetzt im Hintergrund? Ich habe nicht immer die Wahl, oder? Und ich kann euch so viel schon sagen, wenn ihr ein Bett im Hintergrund stehen habt, dann ist euer geringstes Problem wahrscheinlich, dass die Personen an Schlafen denken. Wahrscheinlich kommen da dann vielleicht auch noch andere Fantasien hinzu. Also wer ein Bett im Hintergrund hat, bitte unbedingt einen virtuellen Hintergrund nutzen. Generell rate ich vom virtuellen Hintergrund ab, aber es gibt manche Situationen, die erfordern einen virtuellen Hintergrund. Warum rate ich vom virtuellen Hintergrund ab? Wenn ich keinen Greenscreen habe, dann ist das meist total verzerrt und verpixelt, das Bild. Das ist auch wieder ungünstig, da sind wir wieder bei dieser visuellen Irritation, die nicht gut ist. Na, dann ist so eine Hand irgendwie halb abgeschnitten und so weiter. Außerdem kann das so dieses Gefühl von sich verhüllen oder was verheimlichen sein. Und deshalb meine Empfehlung, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, euch einen Hintergrund einzurichten, so wie ich das jetzt gemacht habe, dass ich dann auch noch einen Flipchart stehen habe und so weiter, dann macht doch einfach ein Foto von einer schönen Ecke bei euch aus der Wohnung, aus dem Haus, wo ihr aber nicht vorsitzen könnt. Dann ist ja das auch wieder was Persönliches und zeigt was von euch. Vielleicht ist da dann ein Bild von euch drauf, von eurem Hund oder so, und dann könnt ihr darüber sprechen. Oder macht ein Foto von einem Ausflug, den ihr gemacht habt und nehmt den in den Hintergrund. Ne, einfach ein ruhiges Landschaftsbild, auch wieder was, wo ihr was drüber erzählen könnt. Das ist dann wichtig. Oder ihr habt im Corporate Design einfach einen schönen Hintergrund. Auto oder Rad, ja klar, auf jeden Fall. Ne, solange das kein wildes Bild ist, das ablenkt. Firmenhintergründe, schon ganz, ganz viele sehr, sehr schlechte gesehen. Da frage ich mich manchmal, was die Marketingabteilung macht. Wenn es nicht wirklich schön ist und wirklich gemütlich, sage ich mal, würde ich davon abraten und irgendwie das anders probieren, ehrlich gesagt. Das ist so eine Sache, ja, die lieben Hintergründe. mein Bild ist rot. Ist das unpassend? Also du hast ein komplett rotes Hintergrundbild oder wie ist das? Bremslichter. Ist natürlich, zieht Aufmerksamkeit auf sich. Schwierig zu sagen. Also ich könnte mir noch sehr interessant
vorstellen, ist die Frage, wie viel unterschiedliche Farben sind da. Und du siehst es ja auch jetzt hier in dem Bild, das ich mit euch teile. Das ist wirklich, ich verschwinde ja fast vor diesem Hintergrund. Also es ist so möglichst die ungünstigste Konstellation. Und von daher lieber ruhiger. Und sonst würde ich das Auto, was du hast, vielleicht auch einfach mal noch ein bisschen kleiner machen und dann mit einem anderen leicht farbigen Bild irgendwie vermischen oder einfach nur einfarbiges Bild und dann das Auto drauf oder was auch immer. Also da kann man ruhig kreativ sein, aber es sollte einfach nicht so abgefahren sein, denn der Fokus soll auf euch sein und nicht auf eurem Hintergrund. Der Hintergrund soll nur in gewisser Weise eine Stütze dann für euch möglich sein. Genau, es lenkt sehr ab, wenn die Person flimmert, ja, und dann manchmal echte Teile zu sehen sind, genau. Und wenn ja dann auch hier, ne, wir hatten es vorhin mit meinem Kaffeebecher, wenn ich den dann ins Bild hebe vor mein Gesicht, dann ist so mein Gesicht ausgeschnitten, da sieht man dann den Hintergrund, ist ganz fantastisch. Schräge mit grünen Paneelen. Ja, wenn nichts ist, also weniger ist mehr auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, was zu zeigen und sei es nur eine Pflanze, dann finde ich das auch gut. Also da einfach mal gucken und Feedback geben lassen. Da kommen wir dann auch zum Abschluss, denn wirklich mein Appell, arbeitet an eurer digitalen Auftrittspower und vor allem indem, dass ihr euch auch Feedback geben lässt. Das fällt online viel zu oft weg. Das könnt ihr auch machen, indem ihr das aufzeichnet, was ihr mal gemacht habt, Meetings, die ihr gehalten habt und so weiter. Das ist das eine. Und was ich euch gerne noch anbieten möchte, was mein Team und ich zusammen entwickelt haben, ist ein Umsetzungsworkshop, der wirklich von dem, was ihr jetzt auch angesehen habt, dafür da ist, dass das alles ausprobiert werden kann, dass das alles mal von anderen gesehen wird und da bewusst Rückmeldung gegeben wird. Und dafür haben wir einen 2-stündigen Online-Workshop entworfen, den ich euch gerne anbieten möchte. Wir haben aktuell 3 Termine in der nahen Zukunft vorgesehen, über die ihr euch ja sehr gerne anmelden dürft und das mal ausprobieren dürft, Feedback bekommen dürft und Spaß haben dürft, euch austauschen dürft, netzwerken dürft und so weiter. Also wer da Lust zu hat, meldet euch gerne an. Dann gibt es nämlich einfach auch mal in einem sicheren Rahmen einen guten Austausch und ihr könnt da ganz gezielt dran arbeiten und es auch direkt im nächsten Gespräch richtig gut anwenden. Und kleiner Bonus an dieser Stelle für alle, die hier heute mit dabei sind, ihr bekommt noch einen Gutschein und das ist was der Michael noch in den Chat auch reinmacht. Zum einen den Link, der auch über den QR-Code erreichbar ist und mit dem Gutscheincode bekommt ihr nochmal 20% und statt den 49 Euro ist der Workshop für euch dann für 39. Mein Team und ich freuen uns auf jeden Fall, euch da zu sehen und weiterzumachen mit dem, was wir hier hatten. Wie geht's noch weiter? Am 24. März gebe ich den nächsten Webcast hier und freue mich auch, euch alle da wieder zu sehen. Da geht es nämlich darum, wie werde ich Profi-Pilot in Online-Gesprächen. Also wenn euch das heute gut gefallen hat, lasst uns da weitermachen. Es geht nämlich viel stärker auf Methoden oder um Methoden, um wirklich von Anfang bis Ende da den Anwesenden ein tolles Meeting-Erlebnis zu ermöglichen. Und da geht es dann auch zum Beispiel darum, was mache ich, wenn Turbulenzen kommen? Was mache ich, wenn die Technik ausfällt? Was mache ich, wenn Teilnehmende sich weigern mitzumachen? Was mache ich, wenn sie einfach nur noch reden und ich nicht mehr zu Wort komme? Wenn ich böse Kommentare im Chat bekomme und so weiter? Lauter solche Sachen. Denn ein Online-Meeting, damit es wirklich gut wird, braucht viel, viel, viel mehr Vorbereitung. Und das ist dann das Thema, was wir in dem Webcast zum Profipilot oder zur Profipilotin anschauen. Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wir haben noch ein paar Minuten, da werde ich gerne dann auch nochmal durch die Fragen hier durchschauen, was da von euch gekommen ist. Also gerne nochmal Fragen reinschieben. Oder Michael, hast du gerade noch was, was du von deiner Stelle direkt sagen möchtest? Ansonsten gucke ich nämlich hier schon mal, was noch an Fragen gekommen ist für alle, die hier schon was geschrieben haben. Michael, wir hören dich nicht. Ich nehme jetzt mal an, es war was, sah so aus wie nö. Johann schreibt, vielen Dank, wurde abgeholt. Ja, super, sehr gerne. Also vernetzt euch gerne. Ich schaue gerade mal, was hier noch an Fragen gekommen ist. Ich freue mich über jeden, der sich vernetzt. Also gerne auch über LinkedIn, das ist so meine Hauptplattform. Instagram bin ich ein bisschen unterwegs, eher weniger, aber sonst auch gerne auf meiner Website mal vorbeischauen. Gibt es einige Sachen, die ihr euch da gratis wegschnappen könnt und auch Newsletter werdet ihr dann immer über alles informiert, was ansteht und neu ist. Und ich
glaube, vieles habe ich schon beantwortet von dem, was zwischendurch kam. Ansonsten bitte gerne nochmal zu Wort melden, was euch da noch interessiert oder was da euch noch auf dem Herzen liegt zu dem Thema. Vielen, vielen Dank für euer Feedback schon mal. Die Präsentation kann von mir aus sehr gerne verschickt werden, Michael. Du bist der Hüter der E-Mail-Adressen und das soll auch so bleiben. Also von daher ist die Frage... Die Präsentation verschicken wir im Standardfall erstmal nicht. Dafür hätten wir ein Handout nutzen können. Ich würde einfach sagen, wir haben ja noch einen zweiten Termin mit dir, liebe Andrea, am 24. März. Wenn Sie uns da wieder begleiten möchten, dann anmelden auf lenovoupdate.de und ich würde einfach sagen, wir verteilen dann heute das heutige Handout eben dann auch bei dem zweiten Termin. Genau. Ja, super, dann machen wir das so. Perfekt. Persönlicher Tipp von mir, wenn Sie ein Funkmikrofon nutzen, immer auch zwei Ersatzbatterien dabei haben, sonst hört man sie eben nicht mehr irgendwann. Sehr gut. Danke, Michael. Ich danke dir, lieber Andrea. Danke Ihnen für die Teilnahme. Wollte dir jetzt nicht das Wort abschneiden? Wolltest du noch? Genau, ich habe gerade noch gesehen, Andrea hat noch geschrieben, ob die Inhalte alle in dem Buch zu finden sind. Viele ja. Wir haben es inzwischen noch verfeinert, denn ich finde einfach tatsächlich dieses Hollywood-Thema, da gibt es so, so unglaublich viele Parallelen. Und das ist etwas, was wir uns dann nämlich auch anschauen. So, was macht Hollywood mit uns? Was hat das für einen Einfluss auf uns? Und wie hilft dieses Piloten-Mindset? Und das ist tatsächlich das Spannende und wirklich auch das Coole an der Veranstaltung dann. Ihr macht einfach eine Reise von A bis Z. Ihr werdet komplett mitgenommen. Wir starten bei dem Start eurer Reise. Wo geht's denn hin? Und die Buchung, die gemacht wird, wirklich bis zum Baggage Claim. Ihr habt euer Gepäck wieder. Und das Tolle ist, man findet zu jedem Aspekt, den wir bei einer Flugreise durchlaufen, findet man eine Parallele zu dem Online-Meeting. Und das macht es zum einen sehr spannend und es ist auch einfach meine Lieblingseselbrücke, um an alles zu denken, um ein Online-Meeting richtig gut vorzubereiten und durchzuführen. Also ja, Inhalte sind sicherlich viele im Buch, aber das wird ein cooler Webcast, kann ich dir jetzt schon versprechen, liebe Andrea. Super, gibt es auch einen Link fürs Training im März. Der wird noch verschickt. Michael, Nina ist die Frage. Link gibt es nicht. Es gibt die Webseite lenovoupdate.de. Da kann sich jeder jederzeit anmelden. Genau. Und wer bei dir im Newsletter-Verteiler drin ist, kriegt das ja auch. Ne? Genau. Und ich werde sicherlich auf Social Media, also eben daher gerne auch bei mir auf LinkedIn vorbeischauen. Ich werde das sicherlich auch wieder teilen. Super, Nina hat sich auch schon angemeldet. Klasse. Vielen, vielen Dank für eure Offenheit, für das Mitmachen, für diese vielen Kommentare im Chat. Richtig cool, da sind wir wieder dabei, oder? Dann, es macht so viel Spaß, wenn es was Zweiseitiges ist und nicht so eine Einbahnstraße. Vielen, vielen Dank und ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Michael, jetzt darfst du. Ich habe nichts mehr beizufügen. Danke dir, Andrea. Vielen Dank für die vielen Gedankenanreize. Das hat Spaß gemacht und wir sehen uns am 24. März wieder. Danke dir. Ja, klasse. Tschüss. Vielen Dank. Macht's gut. So, danke, Nina.